Die im Vorschaubild zu diesem Video erkennbare EZB-Präsidentin Frau Christine Lagarde steckt derzeit ganz offensichtlich in der Klemme. Denn die Inflation läuft vollkommen aus dem Ruder. Und während des Hochs der Inflation in den USA mit satten 9,8% wohl erreicht wurde, lag die Teuerungsrate laut Europäischer Statistikamt bei unseren Recherchen bei 8,9%. Besonders hohe Inflationsraten lassen sich übrigens aktuell vor allem in den baltischen Staaten wie ganz besonders Lettland, Estland und auch Litauen beobachten, wo bereits die 20%-Marke, Achtung, 20%-Marke geknackt wurde. Und das Muster ist immer eigentlich dasselbe. Es sind nach wie vor die Energiepreise, die laut Eurostat im Juli um fast 40% zulegen. Darum wollen wir uns jetzt in diesem Video mal näher anschauen, welche Konsequenzen das übrigens hat, die kommende Zinssenkung vor allen Dingen, die ansteht am 8. September der EZB und warum die Lage sich meiner Meinung nach durchaus zuspitzen kann. Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Klaus Röppe und das ist uns die Inflation in den kommenden Wochen und Monaten natürlich weiter ein Dorn im Auge, ist es klar, vor allem die enormen Probleme und Herausforderungen, die auf uns zukommen, weiß jeder. Doch an dieser Stelle möchte ich mich aber auch mal ein ganz herzliches Dankeschön erstmal sagen, und zwar dafür, dass viele unserer Videos auch immer fleißig kommentieren und ihre ganz persönliche Meinung auch mal zu dem doch extrem wichtigen Thema hier offenlegen. Und doch nun zurück, wie gesagt, mal zum heutigen Thema. In Großbritannien ist übrigens die offizielle Inflationsrate mit aktuell 10,1% im Juli schon leider Gottes zweistellig. Analysten der Citibank rechnen übrigens auch dort mittlerweile sogar mit einer Inflation von 18% im kommenden Jahr. Und auch hierzulande steuern wir auf ähnliche Zahlen in den kommenden Monaten zu, weshalb sich eben auch die Europäische Zentralbank in ihrer bevorstehenden Zinssitzung wohl auch endlich jetzt wirklich gezwungen sind, etwas drastischer an der Zinsschraube durchdrehen zu müssen. Für Investoren gilt es in diesem Zusammenhang bereits eine Zinserhöhung von um 0,5% als eigentlich ausgemachte Sache, wie auch eine Umfrage unter Ihnen übrigens persönlich ergab, die ich vor kurzem hier auf YouTube mal gestartet hatte und Sie dazu auch das hier eingeblendet sehen. Zum Vergleich dazu läge dann also der Leitzins bei 1%, wohingegen die amerikanische Notenbank mit einem Zins in der Spanne immerhin von 2,25% bis 2,5% eine deutlich aggressivere Inflationsbekämpfung natürlich vornimmt und zeigt. Nichtsdestotrotz wird selbst mit diesem Schritt seitens der EZB die Inflation nicht wieder einfach so mal über Nacht verschwinden. Leider nicht, denn wir haben beispielsweise im Juli einen Anstieg der Erzeugerpreise im Vergleich eben auch zum Vormonat um mehr als satte 37% zu verzeichnen gehabt. Das ist immerhin der stärkste Anstieg, das muss man sich mal vorstellen, seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1949. Hinzu kommt, dass diese Fantasielosigkeit der EZB in den gesamten Handlungen natürlich noch durch die Schwäche des Euros natürlich zusätzlich befeuert wird. Denn erst vor wenigen Tagen ist der Euro ja erneut unter die wichtige Marke von einem Dollar gefallen, was gleichzeitig ein 20-Jahres-Tief gegenüber auch dem Dollar bedeutet. Und auch wenn man dann von Seiten der Politik hört, dass ein schwacher Euro ja auch ein Segen für die deutsche Exportwirtschaft sei, ist dies de facto eigentlich nicht richtig. Denn es bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass sich vor allem die importierten Rohstoffe verteuern. Im ersten Quartal 2022 wurden übrigens mehr als 50% der weltweiten Devisentransaktionen auch in Dollar abgewickelt und im Vergleich dazu gerade mal nur 18% in Euro. Doch nicht nur die gerade bereits angesprochenen Preise der Rohstoffe nehmen natürlich an Fahrt auf, sondern auch die Finanzmärkte sind weiter von extrem hohen Schwankungsintensität leider mit geprägt. Das macht auch die Reaktion der Märkte auf die vom amerikanischen Notenbankpräsidenten Jerome Powell angekündigte Fortsetzung natürlich der Geldpolitik in Sachen Inflationsbekämpfung eigentlich mehr als deutlich. Und dass sich ja gerade Sparer und Anleger wohl auf weitere kräftige Zinserhöhungen seitens der Fed einstellen können, zeigt, dass damit verbunden auch die Aktienmärkte kurzfristig wieder mal etwas nachgeben könnten. Ich persönlich stelle
mir bei dem Vorhaben der amerikanischen Notenbank aber vor allem immer natürlich jetzt auch mal die Frage, schon länger, wie lange man diesen Kurs überhaupt noch fortsetzen kann. Denn insbesondere der Häusermarkt deutet ja jetzt schon bereits darauf hin, dass die Arbeitslosenquote, insbesondere in den USA, schon in dem nächsten Jahr bei über 6% liegen dürfte. In Europa hingegen können sich einige Staaten gerade aufgrund der hohen Inflation auf Kosten der Sparer sanieren, und unsere EZB-Präsidentin fehlt in diesem Zusammenhang meiner Meinung nach erkennbar auch offensichtlich der Wille, diese inflationierte Wirklichkeit, die sie nun mal mit erschaffen hat und mit auch verantwortlich dafür ist, wieder auf Vordermann zu bringen. Denn am Ende des Tages stoßen höhere Zinsen ganz besonders bei den gefährdeten Pleitestaaten im Süden nicht gerade auf Begeisterung und lassen natürlich das Gefüge auch der gemeinsamen Währungsunion weiter bröckeln. Alles in allem wird uns aber die gesamte Stimmung an den Finanzmärkten aufgrund vieler, vieler aktueller Brandherde, die wir leider haben, wohl erst einmal erhalten bleiben. Doch gerade für Sparer und Anleger, ich wiederhole mich da gerne nochmal, die in den verschiedenen Anlageklassen sogenannte dynamische Sparpläne nutzen, können dies langfristig auch eine sehr, sehr gute Chance auf Wertzuwächse bedeuten, wenn man nämlich investiert ist und bleibt und wenn man weiß, wie es funktionieren kann. Übrigens habe ich genau dazu auch zwei Seiten in meinem neuen exklusiven Vermögensreport mal hier niedergeschrieben, den Sie sich unter dem eingeblendeten Link über die Videobeschreibung unter diesem Video auch mal vollkommen kostenfrei nach Hause zu senden lassen können. Lohnt sich wirklich mal reinzuschauen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Weiterhin auch die besten Finanzerfolge, den Krisen sind Chancen. Sie wissen das schon durch meine Philosophie. Alles Gute, Ihr Klaus Roppel.